Amt Stadtbeleuchtung. Guten Tag. Wunderbar, Manfred Ackermann. Sprachmann-Chef. Moment bitte. Schicker? Ja, der Herr Schicker Ackermann. Ich habe eine Frage. Können Sie mir umständehalber einen Elektriker vorbeischicken in der Dieskau-Straße? Ja, erzählen Sie, was Ihr Problem ist. Ne, wir haben Interesse an so einer Laterne. Ich habe jetzt so eine Laterne ausgehoben. Was für eine Laterne? Erzählen Sie mir erstmal, ich weiß, Sie haben Interesse an so einer Laterne. An was denn für eine Laterne? Die Straßenlaternen, die auf der Dieskau-Straße stehen, die großen. Ja, und was habe ich damit jetzt? Sie wollen von mir eine haben oder was? Ja, ne, wir haben sie schon ausgehoben. Ich will bloß jetzt nicht keinen Fehler machen mit der Elektrik. Deshalb wollte ich von Ihnen Elektriker... Also ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich verstehe Sie jetzt nicht wirklich. Na, wieso nicht? Ich hab in der Friedrich-Schmidt-Straße hinten Tschocher. Kennen Sie das? Ja. Da haben wir unseren Garten. Ja. Und dort ist immer total dunkel. Und jetzt habe ich jetzt mit einem Freund von mir, haben wir so eine Straßenlaterne ausgehoben. Was heißt denn ausgehoben? Wir haben unten das Fundament aufgemacht mit dem Presslufthammer. Und unsere Laterne? Ja. Und haben die mit dem Kran ein Stück angehoben und jetzt erstmal umgelegt. Ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, die liegt jetzt auf dem Fußweg, ist aber noch angeklemmt. Weil Sie haben von uns einen Mast rausgezogen. Ja. Mit welchem Recht? Na, weil bei uns hinten in der Gartensparte ist immer so dunkel. Deshalb wollte ich so eine Laterne haben. Unsere Leuchte? Ja. Sie können doch nicht an unserer Leuchte was umsetzen. Das ist doch Eigentum der Stadt. Die sieht doch auch jeder weiterhin. Na, das bestimmt doch aber nicht Sie, wo die steht. Na, aber dort vorne ist genug Licht. Ich brauche die... Na, das bestimmt doch aber mir und nicht Sie. Wo ist das bitte? Dieskau-Straße? Ecke Friedrich-Schmidt-Straße. Dort haben wir unseren Garten. Dieskau-Straße. Wir stehen ja jetzt dort mit dem Kran. Bloß ich weiß jetzt nicht, ob ich das braune, das blaue oder das gelb-grüne Kabel abmachen soll. Ich habe doch keine Ahnung von Elektrik. Deshalb frage ich, ob Sie mir Elektriker... Sagen Sie mir mal bitte Ihren Namen. Manfred Ackermann. Wo ist denn jetzt das Problem? Wo das Problem ist? Ja. Wer ist das, wenn ich jetzt zu Ihnen in die Wohnung komme und sage, ich möchte bitte, dass Sie Ihr Buffet auf der andere Ecke stellen. Also es ist doch eine öffentliche Laterne. Ja, das ist eine Laterne, die gehört der Stadt Leipzig. Die Pleite könnt ihr doch behalten. Ich will die bloß bei mir hinten ein Stückel weiter im Garten drin haben, weil es ist immer so dunkel. Also, ich... Herr Schicker? Ja? Hier ist Steffen Lukas, das Radio PSR Sinnlos Telefon. Dankeschön. Alles klar. Radio PSR Sinnlos Telefon.